Danke, danke. Vielen Dank. Ah, vielen Dank. Und wir lieben euch auch. Und ich kann das wirklich aus tiefstem Herzen bestätigen. Es sind 4 unglaubliche Jahre gewesen. Wir haben so viel gemeinsam erreicht. Ich möchte allen danken, meiner Familie, meinen Freunden, den Mitarbeitern und so vielen anderen, die gekommen sind heute auch. Ich möchte ihnen danken für ihre Anstrengung, für ihre harte Arbeit. Die Menschen haben keine Ahnung, wie hart diese Familie gearbeitet hat. Und sie haben für sie gearbeitet. Sie hätten ein viel einfacheres Leben haben können, aber das haben sie nicht. Sie haben eine fantastische Arbeit geleistet. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich möchte auch Mark Meadows danken. Da ist er. Es ist wirklich eine besondere Reise gewesen. Wir haben sehr viel erreicht. Unsere First Lady ist eine Dame mit großer Eleganz, Schönheit und Würde gewesen. Und so beliebt beim Volk, so beliebt beim Volk. Und in der Tat, Schätzchen, möchtest du noch was sagen? Die erste und First Lady zu sein war die größte Ehre für mich. Vielen Dank für Ihre Liebe, für Ihre Unterstützung. Sie werden in meinen Gebeten sein. Gott segne Sie alle, Ihre Familien. Und Gott segne dieses wundervolle Land. Danke. What else has to be said, right? Was kann man dem noch hinzufügen? Aber was wir getan haben, erstaunlich gewesen. Je nachdem, welchen Maßstab man anlegt. Wir haben die Vereinigten Staaten militärisch wieder aufgebaut. Wir haben einen neuen Zweig der Streitkräfte geschaffen. Die Strategic Space Force. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Wir waren eine ungewöhnliche Regierung. Wir hatten, wir haben die Administration für die Veteranen vollkommen überarbeitet und die Veteranen sind uns sehr, sehr dankbar. Sie wurden sehr, sehr schlecht behandelt, bevor wir an die Regierung kamen. Und wie Sie wissen, bieten wir ihnen eine großartige Dienstleistung. Wir zahlen dafür und Sie können einen Arzt sehen, wenn Sie ihn sehen wollen. Wir haben das geschafft. Damit wir auch diejenigen loswerden können, die unsere Veteranen nicht gut behandelt haben. Die Menschen sind also glücklich, unser Militär ist begeistert. Wir haben auch Steuerkürzungen durchgeführt, die größten Steuerkürzungen in der Geschichte unseres Landes. Und ich hoffe, dass Sie eure Steuern nicht wieder erhöhen werden. Aber wenn Sie das tun, dann werde ich einfach nur sagen, habe ich euch doch gesagt. Und wenn Sie sich mal die Regulierungen anschauen, ich denke, dass diese Kürzungen in Regulierungen, das Abschaffen von überschüssigen Regulierungen, sind eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir geschaffen haben. Und wir sehen das natürlich auch, die Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie war unglaublich. Und wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, da hätten wir jetzt Beschäftigungszahlen, die wir noch nie gesehen haben. Die Zahlen sind wirklich die besten, die jetzt schon. Wenn man sich das mal anschaut, was bis zum Februar letzten Jahres vorhanden war, das waren Zahlen, die man noch nie vorher gesehen hat. Bis jetzt hätten wir es verdoppelt. Dann sind wir natürlich mit dieser Pandemie beschlagen worden. Die gesamte Welt ist betroffen worden und es ging anders. Aber trotzdem, die Börse stieg weiterhin auf, trotz der Pandemie. Wir können also sagen, dass wir es eigentlich zweimal aufgebaut haben. Sie werden unglaubliche Zahlen sehen, wenn alles so gehandhabt wird, wie wir es hinterlassen. Sehr kompliziert, sehr vielschichtig, vorsichtig. Aber unglaubliche Dinge zeichnen sich schon ab. Und erinnert euch an uns, wenn dieses Gute dann eintritt. Erinnert euch, denn ich sehe Bereiche unserer Volkswirtschaft, die im Grunde genommen wie ein Raumschiff abheben werden. Wir haben das großartigste Land der Welt, wir haben die großartigste Volkswirtschaft der Welt und so schlimm die Pandemie auch war, wir sind genauso hart wie die ganze Welt betroffen worden. Orte, die glaubten, dass sie das Gröbste schon hinter sich hätten, leiden jetzt noch. Aber wir haben etwas geschaffen, was wirklich
sich einer Art medizinischen Wunder gleichkommt. Man nennt es auch ein Wunder. Das ist der Impfstoff. Wir haben ihn entwickelt in 9 Monaten anstatt in 5 oder 10 Jahren oder so. Es sollte auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern. Viele, viele Jahre. Diesen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben 2 jetzt bereits und ein weiterer steht unmittelbar vor der Zulassung. Das ist wirklich eine großartige Errungenschaft. Wir sollten also ziemlich bald gute Zahlen sehen in den nächsten paar Monaten. Ich denke, man wird da sehen, dass diese Fallzahlen sehr schnell zurückgehen werden. Und ich kann das wirklich nur sagen, nochmal betonen, wir haben hart gearbeitet. Wir haben, wie die Athleten es sagen würden, alles auf dem Platz gegeben. Wir müssen jetzt nicht sagen, in einem Monat, wenn wir dann in Florida sind, dann werden wir uns nicht gegenseitig anschauen und sagen, wenn wir nur ein bisschen härter gearbeitet haben, man kann nicht härter arbeiten, als wir es getan haben. Es gab große Hindernisse, wir haben sie überwunden. Wir haben 75 Millionen Stimmen bekommen, das ist ein Rekord. In der Geschichte der amtierenden Präsidenten, das ist ein Allzeitrekord und zwar um ein Vielfaches an Millionen von Stimmen. Als amtierender Präsident so viele Stimmen zu bekommen, das war eine große Ehre und eine Sache, auf die wir besonders stolz sind, ist die Wahl von fast 300 Bundesrichtern und 3 großartigen Supreme Court Richtern. Das ist wirklich ein Rekord auch, eine sehr, sehr hohe Zahl an Richtern, die wir da benannt haben. Wir haben also viel getan. Es gibt noch Dinge, die getan werden müssen. Das Erste, was wir tun müssen, ist unserem Respekt zollen und unsere Liebe zeigen an die Familien, die so hart gelitten haben an diesem China-Virus. Es war eine fürchterliche Sache, die in die Welt gesetzt wurde. Wir wissen alle, wo es herkommt, aber es war fürchterlich. Also seid vorsichtig, seid sehr vorsichtig. Aber an dieser Stelle möchten wir unseren Tribut zollen und ihnen unsere Ehre und Liebe erweisen an diese Familien, die so gelitten haben. Also ich wollte einfach nur sagen, ihr seid unglaubliche, umwerfende Menschen. Es ist ein großartiges Land. Es ist meine größte Ehre und Privileg, auch Ihr Präsident gewesen zu sein. Ich werde immer für Sie kämpfen. Ich werde genau hinschauen, ich werde genau zuhören. Und ich sage Ihnen, dass die Zukunft dieses Landes noch nie besser war. Ich wünsche der neuen Regierung Glück und Erfolg. Ich denke, sie werden auch Erfolg haben. Sie haben ja ein gutes Fundament bekommen, um etwas Spektakuläres zu leisten. Und wiederum, wir haben das so bestellt, wie es noch nie zuvor bestellt worden war. Trotz der schlimmsten Pandemie, die wahrscheinlich seit 1917 das Land betroffen hat, also über 100 Jahre her. Und trotz dieser Katastrophe sind die Dinge, die wir geleistet haben, einfach unglaublich umwerfend. Und ich hätte es ohne Sie nicht schaffen können. Deswegen an dieser Stelle einfach auf Wiedersehen. Wir lieben euch. Wir werden auf die eine oder andere Art und Weise zurückkommen. Und bevor ich jetzt hier gehe, möchte ich dem Vizepräsidenten Mike Pence danken. Ich möchte dem Kongress danken, zumindest einigen Elementen im Kongress, mit denen wir gut gearbeitet haben. Aber wir haben wirklich sehr viel erreicht. Niemand hätte das für möglich gehalten. Ich möchte also dem Kongress danken und ich möchte den großartigen Menschen von Washington D.C. danken, allen Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, um dieses Wunder zu vollbringen. Ich wünsche euch also ein gutes Leben und wir werden uns bald wiedersehen. Vielen Dank.